So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, Aufnahmezeitpunkt ist Mittwochabend 20.20 Uhr ganz genau. Und was steht heute an? Wir werden heute noch nicht die Random Challenge machen, denn die Liga endet ja in wenigen Stunden und wir wollen jetzt hier nicht mehr droppen. Deswegen werden wir das in der nächsten Zeit mal in Angriff nehmen. Wir gucken hier nochmal rein in den Spiegelkampf. Ich habe tatsächlich bisher nichts weiter geschafft. Hatte ja ein bisschen mit meinem Zahn zu tun. Da könnt ihr mir auch nochmal die Daumen drücken. Morgen früh geht es nochmal zum Zahnarzt. Mal sehen, was da rauskommt. Und so lange dann jetzt hier nochmal ein kleines, feines Video. Oh, hier oben die nehme ich gleich mit, glaube ich. Mit dem Spiegelkampf. Und heute wurde es erst gefragt bei uns im Clan, wie es mit diesen neuen Einheiten aussieht. Ob die schon wer gezockt hat. Und ich konnte dazu leider nicht viel sagen, denn ich habe die noch nicht weiter ausprobiert. Außer, wie ich gesagt habe, im Spiegelkampf. Da gibt es die ja ab und zu mal hier diesen Erdelementarist. Und ja, weiß ich nicht. Was haltet ihr von der Einheit und von der anderen Einheit natürlich auch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst mich mal eure Meinung zu dieser neuen oder den neuen Einheiten, die jetzt auch nicht mehr ganz so neu sind, gerne wissen. So. Ich hätte gerne noch ein paar Kessel, um den Mana-Vorteil hier ein bisschen auszunutzen. Drei. Drei ist ein bisschen mau. Ansonsten, wer mich supporten möchte, morgen Abend gegen 22, 23 Uhr, eher 23 Uhr, werden wir wieder live sein mit Supercard und ich hoffe auch dieses Wochenende am Sonntag wieder der Rush Royale Stream. Letztes Wochenende haben mich ja die Zahnschmerzen ganz schön, ja, aus der Balance geworfen. Da war nicht an Stream zu denken, sage ich mal. Ich hoffe, das sieht dieses Wochenende wieder ein bisschen anders aus. Und ja, schaut da gerne vorbei in den Streams. Wir zocken auch immer Stream Raiders, Stream Pirates, ein neues Game, was in der Beta-Phase ist. Und ja, da kann man auch ein bisschen mitzocken, kleine Minigames für den Stream. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch da auch mal blicken lasst auf Twitch. Der ein oder andere macht es ja natürlich schon. So, Mia darf natürlich auch nicht fehlen. Moin, moin. Was geht? Was geht, ist gut. Was macht der Gegner? Ja, der geht auch auf Kessel. Der hat die auch schon ein bisschen höher gesteckt als wir. Dafür habe ich zwei Zweier-Kessel. Was generiert ein Zweier? 20. Seine auch. Weil das letzte Power-Up noch fehlt, ne? Nee. Ja, doch, jetzt machen unsere 24. Mal schauen. Machen seine 2, 3, 1er mehr natürlich ein bisschen mehr aus. So, macht den mal jetzt weg da. Oh, seine hat noch 20k. Also wir machen mehr Schaden auf jeden Fall momentan. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich würde sagen, wir leveln auch die Elementaristen weiter. Die 1er Ivys können wir wegnehmen. Wir haben hier eine 3er Ivy, die müsste reichen. Erstmal soweit. Deswegen gehen wir jetzt hier erstmal auf die Erdelementaristen. So, die leveln wir jetzt auch mal ein bisschen hoch. Und die Ivy auch. Er hat übrigens schon alles auf maximalen Level tatsächlich. Dafür hat er aber nicht viele Einheiten auf dem Board zu stehen, ne? Ist halt immer so der schmale Grat zwischen Mana-Power-Ups und Einheitenrufen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass er ein bisschen zu wenig Einheiten hat. Ah, er hat drei Elementaristen. Drei ziemlich gute. Okay, jetzt haben wir auch einiges an Mana-Brunnen. Das bringt uns natürlich jetzt auch in die Lage, hier alles schön abzugraden. Und ich bin recht zufrieden mit der Aufstellung. Mal gucken, ob wir eine bessere am Ende haben als der Gegner. So, Erdelementarist ist auf dem letzten Level. Das ist gut. Die Ivy nehmen wir auch noch gleich eins hoch. Ja, ich weiß nicht, bei den Giftmischer, was haltet ihr von denen? Ja, nicht so zu gebrauchen, oder? Ich glaube mal, der Real Cardi hatte mal auf dem Free-to-Play-Account den Giftmischer ganz am Anfang gespielt, aber später ist der, glaube ich, auch nicht mehr groß von Nutzen. So. Machen die beiden zusammen. Komm, gönn was Gutes. Okay, Giftmischer auf 3. Gönn, jawohl. Nochmal ein Dreier. Sehr gut. Sammeln wir kurz, sonst bringt es eh nichts. Wir hatten eh nicht genug Mana, um weitere Einheiten zu spawnen. So, wer macht seinen schneller down? Also ein seiner hatte auch ziemlich mehr, aber nicht 300k. Also wir machen deutlich mehr Schaden, würde ich sagen, momentan. Er hat ja auch noch eine zweite Ivy. Ich glaube, eine würde fast reichen.
Das sieht nicht schlecht aus. Ich nehme jetzt hier den Schaden noch mit vom Giftmischer. Wir haben hier einen Dreier-Giftmischer. Warum sollen wir ihn jetzt nicht mitnehmen hier? Die Mana-Power-Ups rein. 10k Crit machen wir hier gerade übrigens. Sehr gut. Sieht immer aus, als ob die Kohlköpfe schmeißen, oder? Ich kann mir nicht helfen. Der Kohlelementarist. Oder was schmeißt der hier? Kapi. Ja, unser Boss ist schon down. Seiner ist hier noch am Leben, der Miniboss. Das sieht doch ganz gut aus. So, wir haben ein bisschen Mana in der Rückhand. Zack, jetzt haben wir hier noch einen Vierer sogar. Ah, okay. Ja, die nehmen wir hier mit. Was gibt's? Okay, nochmal ein Brunnen. Ist jetzt nicht so schlimm. Könnte besser sein, aber auch deutlich schlechter. So, wir nehmen hier noch ja, die Ivy auf 4. Und jetzt schön noch ein paar Kohlkopfwerfer. Und dann sollten wir das hier eigentlich gewinnen. Der Hexmeister wird der nächste Boss sein. Ich denke, auch der Gegner wird sich noch in den Boss retten können. Jetzt brauchen wir erstmal nichts merchen. Wir haben nicht genug Mana sonst. Aber es ist ein knappes Ding, ne? So klar ist es gar nicht. Er hat nämlich jetzt auch ganz, ganz viele Kohlkopfwerfer. 1,5 beide. Also wir sind fast gleich. Und er nimmt uns den Vierer weg. Das schmerzt. Wir machen trotz alledem mehr Schaden. Ja, oh, jetzt haben wir gerade einen 300k-Hit gemacht. Wer hat denn da gerade einen 300k-Hit rausgehauen? Guck, es geht raus auf jeden Fall an die Einheit. So, ich denke, das wird jetzt die letzte Welle, beziehungsweise der letzte Boss werden. Danach wird es dann ziemlich schnell vorbei sein, nachdem der Virus uns gehittet hat. Wo wir sogar noch ein bisschen schlechter dastehen. Gut, er könnte die wegmerchen, aber er hat jetzt auch wieder deutlich weniger Einheiten auf dem Board als wir. Okay, Kessel. Dann brauchen wir jetzt eine 1er Dryade. Oder ein Kessel. Das geht auch. Ja. Das war es doch, oder? Ich glaube nicht, dass er die Welle noch übersteht, oder? 18 Sekunden. Da kommt noch mal ein schneller. Ah, den holt er sich noch kurz vorm Ende. Der Virus wird wohl doch noch rankommen. Ja, moin. Jetzt wird es bei uns hier noch brenzlig, oder was? 2 Sekunden. Eieiei. Oh, eine Einheit ist durch bei ihm. Let's go. Wenn er den Boss jetzt nicht besiegt, dann haben wir es gepackt. Let's go, let's go. Ja, gut. Der hittet jetzt. Da können wir nicht viel machen. Ich denke, dass der vielleicht mit etwas Pech auch bei uns durchlaufen wird. Ne, 700k-Hit. Wow, die hauen aber ganz schöne Crit-Hits raus, muss ich sagen, ne? Ja, jetzt kommt es drauf an. Wir sind beide mit Virus belegt. Das heißt, ich kann das Ding jetzt auch noch hier verlieren, wenn ich Pech habe. Wir haben Jay noch ready. Den können wir notfalls durchgehen lassen da unten. Um uns Jay noch aufzuheben. Und genauso machen wir es. Den schnellen da, jetzt müssen wir aufhalten. Und damit gewinnen wir das Ding hier. Mit Taktik. Und Köpfchen, Kapi. Ja, let's go. 300 Punkte nochmal reingeholt hier. Und ich würde sagen, wir machen noch eins, weil es so schön war. Mal gucken, was es jetzt hier Schönes für ein Deck gibt. Oh, auch ein interessantes Deck auf jeden Fall. Hier habe ich mal den Tipp bekommen, der in der Mitte, der nachher inaktiv ist, wenn der jetzt hier auf so einem Bonusfeld steht, was Angriffskraft oder Speed, was auch immer gibt, dann überträgt der Inaktive dann auf alle 4 benachbarten Gargoyles den Effekt dieser Zelle. Ich kann es euch nicht zu 1000% sagen, ob das stimmt. Hab ich auf jeden Fall mal so gehört. So. Machen wir wenigstens erstmal schon 2 Aktive. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Und die Portalwächter, die wurden so krass genervt, ne? Die, ja, sind jetzt auch, wie sie aussehen, einfach nur noch Rentner. Ich sag euch, wie es ist, ganz ehrlich. Was gibt's hier Schönes? Okay. Brauchen wir da noch eine Einheit gleich? Oh, er hat schon 2 Dreier am Start. That's good.
Okay, das war okay. Wirklich nicht schlecht. Den Dreier Chemiker da unten. Den fühle ich. Okay, Zweier. Ein Zweier am Start. Schatz, was ist los? Ja, was ist los? Ich bin noch am Aufnehmen. Gleich fertig. Uno momento hier. So. Mittagessen ist fertig. Hätten wir mal die zweite Runde nicht mehr gestartet, Chat. Livestream-Chat wollte ich gerade sagen. YouTube-Chat natürlich. So. Wir kopieren den mal hier. Und kriegen den Chaos. So, die Dame war ungeduldig. Sorry, wieder da. Weiter geht's. So, jetzt haben wir hier noch einen Einser, brauchen wir noch schnell. Jawohl. Kommt hier raus. Was ist mit Kasper los? Kasper schon wieder Hunger. Okay, Vierer Gargoyle, der bringt uns nicht so viel tatsächlich. Aber vielleicht, wenn wir hier noch einen hinbekommen, einen anderen Gargoyle. Dann geht's vielleicht. So, jetzt gehen wir mal auf die Mana Power-Ups. Oh, er hat aber auch eine gute Aufstellung, muss ich echt sagen. Der hat auch eine sehr gute Aufstellung. Wir machen jetzt aber erstmal den Gargoyle fertig. Let's go. Jetzt den Chemiker hinterher. Let's go. Wie sieht es bei ihm aus? Ja, der Gargoyle ist auf 4, aber er hat deutlich bessere Gargoyle-Aufstellung schon auf dem Board. That's not good for us. Und er hat einen Vierer inaktiven Gargoyle in der Mitte von seinen ganzen Dreiern. Uff. Stark. Stark, stark, stark. Ah, der war ein bisschen zu früh, aber halt später ging ja auch nicht mehr. Oh, der war wichtig. Wichtig und richtig, der Hit noch. So, wo ziehen wir den jetzt hier hin? Hier unten in die Ecke. Dass wir den noch aktiviert kriegen hier. Dafür brauchen wir noch eine Dry 8. Ja, okay. Ist nicht ideal, ne? Er hat fast eine ideale Aufstellung, muss man wirklich mal sagen. Ich kopiere jetzt hier auch noch einen. Aber irgendwie hat er trotz idealer Aufstellung Probleme, muss man ja auch mal sagen. Warum auch immer. So, jetzt können wir hier noch einen Dreier machen. Sehr gut. Jetzt fehlt uns noch eine Dry 8, dann können wir ihn hier auch noch zum Dreier machen. Was machen wir mit dem? Ja, den können wir auch hier unten noch hinstellen. Warum nicht? Den nehmen wir auch noch mit. Chemiker dabei hoch. Haben wir uns aber auch hier zu Ende gemercht. Sehr viel mehr können wir nicht machen. Jawohl, doch. Let's go. 1 auf 3 geht noch. Jetzt machen wir ihm nochmal die Mary hier rüber. Und dann gewinnen wir das Ding hier ganz entspannt, würde ich sagen. Sah lange gut aus für ihn, muss ich echt sagen. Aber jetzt machen wir deutlich mehr Schaden. So, zack mal. Zack, wir können nochmal 1 auf 3 machen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Einheiten auf 3. Aber er hat auch 5 eigentlich. Wir machen deutlichst mehr Schaden, tatsächlich. Die nächsten 3 Klicks bitte alle noch Dry 8. Dann können wir den hier nochmal hochstufen. Oder nee, können wir nicht. Stimmt nicht, reicht gar nicht. Ja. Ich kann es mir nicht genau erklären, aber. Wir werden deutlich gewinnen, tatsächlich. Die nächste Welle wird da nicht überstehen. 10% Merchan, okay. Das Merchfeld hier. Macht uns jetzt erstmal nicht so viel aus. Den kriegen wir jetzt erstmal nicht mehr hochgestuft. Vielleicht, wenn noch zwei Dryads kommen. Bringt aber an der Stelle auch nichts.
Mach mal in die Raid rein, vielleicht haben wir Glück. Leider nicht, der bringt uns jetzt hier nichts mehr an der Stelle. Ne, das auch nicht. Aber egal, wir schicken nochmal Mary rüber. Okay, könnten wir den zum Dreier machen, bringt uns aber nichts, weil er nicht dran steht. Was kommt hierbei raus? Ja, hier unten nochmal den Chemiker auf 4. Und das war's. Schöne zwei Spiegelkampfrunden. Einmal mit dem Kohlkopfwerfer und mit dem Gargoyle. So macht's doch Bock. Nochmal ein paar Punkte mitgenommen, ein paar Belohnungen hier. Und ja, dann endet auch die Season heute Abend. Das heißt, im morgigen Video, was ich hoffentlich aufnehmen werde, mal gucken. Vielleicht auch eher am Freitag erst, da ich ja morgen den Zahnarzttermin ziemlich früh habe und dann lange arbeiten bin. Gucken wir uns an, was da in der neuen Season auf uns wartet. Natürlich wie immer zwei neue Emotes. Ansonsten, ja, ist es ja tatsächlich immer so, dass die neue Season nicht ganz so krass ist. Ne? Jetzt kein Vergleich zur Supercard zum Beispiel. Aber ja, so, das zocke ich heute auf jeden Fall noch fertig. Die letzten Level, keine Angst, das holen wir noch. Und ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen schönen Abend oder wann ihr das Video auch immer seht. Bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.